Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Animal Crossing New Horizons. Bei mir ist endlich jemand ausgezogen. Und zwar die Silke ist ausgezogen. Die Bea auch. Die war hier unten. Statt der Bea, eben war ja noch irgendwo, ist ein richtig komischer Typ eingezogen. Hier, der hier. Das ist Leonardo. Nee, Leandro, genau. Leonardo war nochmal jemand anders. Und guck, ich habe noch nie mit ihm gesprochen. Ich habe noch nie mit ihm gesprochen, weil er einfach hässlich war. Aber je häufiger ich ihn sehe, er kommt von Panpan. Okay, wem von euch gehört die Insel Panpan? Sagt es mir jetzt. Wo, aber ich fand ihn am Anfang richtig hässlich. Zeig dich mal. Weil, ja, er sieht halt aus wie ein Clown. irgendwie. Und hat grüne Haare. Aber je öfter ich ihn sehe, umso sympathischer finde ich ihn irgendwie. Keine Ahnung, das ist so ein, weiß ich auch nicht, so ein bisschen Daddy, aber auch ein bisschen nerdig, als wenn er nichts drauf hat. So ein Typ ist das. Ja, weiß ich nicht. Das Doofe ist, ich habe nachgeguckt, das ist auch ein Sportler und ich habe halt super viele Sportler in meiner City. Aber heute wird es darum gehen, dieses Haus hier neu zu beschmücken. Dafür brauchen wir erstmal ein paar Meilen, denn ich habe keine dabei. Nee, müssen wir einmal kurz nach Hause gehen. Ich habe da ja zum Glück so ein paar Meilen-Tickets, also das sollte erstmal kein Problem sein. Langziehen? Soll ich gleich 20 mitnehmen? Ja, komm, wir nehmen gleich 20 mit. Let's go! Bevor wir jetzt gleich losfliegen, meine Hauptaufgabe ist es heute, also entweder einen Bewohner zu finden, den ich auf meiner Liste habe. Ich sage euch mal nicht meine Liste, aber ich werde es euch wissen lassen, wenn diese Liste da ist. Also wenn davon jemand auf den Inseln ist. Aber meine Hauptaufgabe wird es sein, einen neuen Persönlichkeitstypus für meine Insel zu finden. Es gibt ja 8 persönliche Persönlichkeiten der Bewohner. Und jede Persönlichkeit hat eine einzigartige Emotion, die sie euch geben kann. Ich habe zum Beispiel, ich kann euch mal zeigen, welche ich habe. Hier zum Beispiel. Ihr könnt ja auch mal abgleichen, ob ihr die schon habt oder nicht. Tagträumen, das ist die. Die wird man bekommen von ausgeglichenen Persönlichkeiten. Dann habe ich noch die Pirouette. Die kriegt man von sportlichen Leuten. Die ist auch sehr, sehr cool. Als drittes hätte ich noch die Inspiration. Die kriegt man von Miesepetern. Ich glaube, ich habe die auch von Wolfgang bekommen. Und die letzte Emotion, die ich noch habe, ist Hinterhältigkeit. Und die erhält man von schwungvollen Persönlichkeiten. Heißt aber auch, ich habe gerade mal die Hälfte der Emotionen, die man pro Persönlichkeit bekommen kann. Richtig belastend. Wer jetzt gar nicht weiß, wie man da die ganzen Emotionen bekommt, das ist halt, du musst bester Freund sein mit dem Bewohner. Das kriegst du hin, wenn du ganz oft mit ihm redest und ihm Geschenke gibst und sowas. Und wenn ihr dann irgendwann beste Freunde seid, dann geben sie euch irgendwann diese Emotionen. Und mir fehlen dann noch 4 an der Zahl. Erstens wäre das von einem hochnäsigen Charakter, dann von der Persönlichkeit große Schwester, dann von der Persönlichkeit Schlafmütze, davon habe ich glaube ich gar keinen auf meiner Insel, und selbstzufrieden. Also wenn wir davon irgendeinen bekommen könnten, das wäre richtig Knorke. So. Erste Insel. Und wir haben auf der ersten Insel... Lol. Ist das nicht dieser Schirpi-Schirpi oder so? Nein, jetzt sag nicht. Doch, oh, buh. Ich dachte schon, ich hätte den Sprungstab nicht dabei. Das wäre richtig blöd. Den kenne ich schon. Den hat Jay auf seiner Insel. Der ist eigentlich auch süß. Morpheus, ja. Ja, ist schon cool. Aber wenn Jay den schon hat, dann will ich den nicht, ne? Nee, nee. Alles klar, das war Insel Nummer 1. Aber eigentlich ein cuter Boy. Oh, scheiße, jetzt kommt der schon als zweites. Den muss ich nehmen, hä? Was ist das denn? Ist der nicht mega bekannt und so? Den hat Jay zwar auch, aber den muss ich doch nehmen. Der ist doch einfach cool. Ottokar, ich krieg einfach Ottokar auf der zweiten Insel. Are you serious? Oh, hallo, schön dich zu treffen. Ich bin Ottokar. Und du bist also Dizzy von Dizzymania. Oh, cool, wie wirklich cool. Dann schauen wir doch mal, was wir hier alles so anstecken können, Saug. Ach man, er ist halt wirklich viel zu cool. Was ist denn Ottokar eigentlich für eine Persönlichkeit? Ottokar ist einfach eine Schlafmütze. Also auch noch was ich brauche. Ja, was soll ich denn jetzt machen, Leute? Was soll ich denn jetzt machen? Du willst auf eine andere Insel, Ottokar? Ja, dann komm doch zu uns. Ich habe eine ganz tolle Insel. Hä? Ich soll nach Dizzymania? Wow, ja, okay, da will ich hin. Ach, Mann, toll. Ich hatte vor, dieses Video viel länger zu machen. Jetzt ist der einfach auf der zweiten Insel. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Was ist denn los mit dir, Ottokar? Wieso ist das Spiel so nett zu mir vor allem? Ich hatte bei der ersten Suche auch schon voll Glück. Da habe ich Katharina relativ früh gefunden. Und jetzt kommt die Ottokar einfach auch richtig früh. Tja, Leute, dann bin ich ja schon zufrieden. Dann bis morgen, Ottokar, ne? Schön, dass du jetzt auf meiner Insel wohnst. Viel zu krass. Tja, und was machen wir jetzt? Das ist jetzt... Das wirft meinen ganzen Plan durcheinander. Okay, also Ottokar wird da unten leben. Ich habe noch vor, Leute rauszuschmeißen. Und zwar möchte ich Lutz noch loswerden, hier diesen grünen Vogel. Und Leandro dann wahrscheinlich doch noch. Leandro passt halt gar nicht, weil das auch wieder so ein Sporty-Typ ist. Ich weiß, ganz viele von euch sagen, oh, wird doch Carsten los, Carsten ist voll doof. Aber ich finde Carsten mega cool. Also ein von den beiden muss dann noch weg. Und ab morgen haben wir dann Ottokar. Ja gut,
Dann weiß ich auch nicht. Habe ich vielleicht noch irgendwas an meiner City verändert? Wir können ja mal kurz nachgucken, wie viele Steine inzwischen in meinem Steingarten sind. Im Steingarten sind 4. 4 von 6. Hm. Gar nicht so schlecht. Ich finde aber die beiden anderen komischerweise auch nicht. Richtig weird. Kein Plan, wo die sein sollen. Hat sich sonst noch irgendwas verändert? Ich glaube nicht. Ich habe mir aber überlegt, Leute, dass ich hier jetzt weiterbaue, weil hier endet der Weg ja sowieso so richtig komisch. Das ist schon super weird. Dass ich dann hier diesen Wasserfall wegnehme. Warte, wir gucken uns das nochmal kurz von unten an. So, jetzt sind wir unten. Da oben sind ja diese Kürbisse. Und dass ich da dann quasi so einen Weg durchmache und dass man hier dann auch nochmal hochgehen kann. Dann hat man nämlich so einen Kreis. Also man kann ja da rechts hoch bei den Blumen. Und hier links könnte man dann auch hoch. Ist die Frage, ob das dann immer noch gut aussieht mit dem Wasser. Vor allem halt auf der Karte. Für die Möglichkeit, da dann hochzugehen, könnte das schon wieder gut sein. Was meint ihr, Leute? Und wie viele Aufgänge kann man überhaupt haben? Ich habe ja auch schon ein paar. Eventuell habe ich irgendwann zu viele. Das wird dann auch doof. Egal, da ich gerade keine Idee habe, was wir machen sollen. Autocar, yay. Werden wir dann nochmal einen meiner Zuschauer besuchen, weil bei dem soll heute ein Sternschauer sein und auch ein paar andere Zuschauer sollen da hingehen. Deswegen besuchen wir den jetzt einfach. Wenn wir schon nicht auf den Meileninseln irgendwas Tolles suchen dürfen, dann zumindest mal einen anderen Typen. Ja, ja. Und zwar geht's nach Unland. Das ist die Insel von Jesus Christ, You Are My Life. Das war einer, der mir auch so ein kleines Puppenhaus geschenkt hat in einer anderen Farbe. Auf jeden Fall viel zugebauter als meine Insel. Irgendwie kriege ich das nicht so ganz hin. Aber eigentlich ist das ziemlich einfach, das so zu machen. Er hat einfach sehr, sehr viele Bäume, sehr, sehr viele Büsche. Und dann sieht das alles so sehr gedrungen aus und eigentlich voll cool. Das machen sehr, sehr viele Leute so. Meine Insel ist da irgendwie noch sehr offen. Das ist ja auch irgendwie das Schöne, wenn man andere Inseln besucht, dann kann man sich so ein paar Ideen abgucken. Ich war neulich oft mal auf einer Trauminsel. Da hat alles geleckt, weil wirklich alles zu gedüngelt war. Aber das wollte ich ja auch irgendwann nochmal aufnehmen. Guck, hier ist auch alles vollgelegt, aber hier leckt nichts. Vielleicht lag das auch einfach an der Trauminsel. Oh, und da sind schon die ersten Sternschnuppen. Sehr, sehr nice. Aber das ist auch cool, wenn man einfach so ein Skelett hier hin tut. Oh Gott, ganz schön viele Sternschnuppen. Wir müssen natürlich auch noch Celeste hier finden. Die soll hier auch noch irgendwo sein. Warum wurden denn an deinen Strand hier so viele Fossilien angeschleudert? Richtig weird. Oh, mit meinem Strand muss ich halt auch noch irgendwas machen. Mein Strand ist halt einfach leer. Einfach richtig hässlich. Okay, hier sind wirklich mega viele Sternschnuppen. Hallo, die hören ja gar nicht auf, die Sternschnuppen. Kaum geht mal wieder in die andere Sicht, kommt eine neue Sternschnuppe. So, oh mein Gott. Und der Jesus hat mir gesagt, dass sie, glaube ich, irgendwo unten links am Strand sein soll. Guck mal, hier ist alles voll. Das ist ein Item. Was ist das denn für ein Item? Sowas gibt es. So ein Strandlagen gibt es einfach. Und er hat einfach schon das Bild von der Bewohnerin hier. Aber ich glaube, er hat sogar von jedem das Bild. Die Uta. Ein Affe würde ich mir niemals auf die Insel holen, wenn ich ehrlich bin. Aber wo ist denn die gute Celeste? Hier auch wieder richtig schön angestrahlt, so ein Fossil. Und man kann sich hinsetzen, damit man hier ein schönes Foto machen kann. Mega nice, wenn man an sowas denkt. Boah, wenn ich mir jetzt die Minimap unten angucke. Holy shit, da ist halt wirklich viel, viel mehr als auf meiner Insel. Und ich finde meine Insel schon krass. Oh, bist du cute? Hallo, Marianne. Oh, dich habe ich ja noch nie gesehen. Das heißt wohl, du kommst von einer anderen Insel? Ah, verstehe. Dizzy heißt du also. Freut mich, mein Name ist Marianne. Schön, mal jemanden von außerhalb kennenzulernen. Ula, ula. Ula, ula? Und sonst so? Kennst du irgendwelche Geheimnisse von dem Jesus? Was ich? Geheimnisse? Ja, weiß ich. Wusstest du, dass er der durchtriebene Schüchterne ist? Haha. Was hältst du davon? Passt zu ihm, oder? Total. So, guck, das ist er, glaube ich. Der hier. Hallo. Hast du Celeste für mich? Lass uns ein Foto machen. Ich und Jesus auf einem Bild. Ultra nice. Oh, es gibt so einen Hund. Und der macht sogar wow, wow, wow. Are you serious? Den brauche ich. Ich wusste nicht, dass es so einen Hund gibt. Und guck, er hat halt wirklich von jedem Bewohner irgendwie diese Bilder. Ich hab das von gar keinem. Das Einzige, von dem ich das habe, ist von diesem Rentier zu Weihnachten bekommen. Das ist mein einziger bester Freund. Der Einzige. Das ist auch richtig cool hier. Das werde ich mir auch klauen, diese Idee. Guck mal, da unten. Wie heißen die Dinger? Diese Dinger mit den richtig fetten Hoden. Der steht da unten und er schießt halt mit der Kanone da rum. Das finde ich richtig cool. Ich weiß aber nicht, wo man die Kanone herbekommt. Und so einen Schatz habe ich auch noch nicht. Aber wenn ich das irgendwann mal habe, dann werde ich das genauso machen. Ich werde das voll klauen. Das hier ist nämlich auch richtig nice. Der Jesus hat nämlich überall diese komischen, ich weiß immer noch nicht, wie die heißen, aber diese Hodenviecher. Hier Studio Ghibli hat auch einen Film von denen gemacht. Und die hat er halt auf seiner ganzen Insel und die machen hier dann irgendwas. Das sind quasi seine 1000 Bewohner hier neben seinen 9 anderen Bewohnern. Und die spielen hier einfach Fußball. Ist auch sehr kreativ, finde ich. Oh. Okay. Das ist gruselig. du hast da Blut an deinem Kopf. Siehst du, ne? Okay, jetzt hat sie es auch gesehen.
Gruselig. Steht die da oben und macht gar nichts. Aber blutet am Kopf. Hilfe. Der Trollo will mir 100.000 Sterne schenken. Will ich aber nicht. Nein, ich brauche kein Geld. Denkst du, ich bin arm oder was? Ich will einfach nur Celeste finden. Ach guck, hier ist sie. Bei keine Ahnung, wie der heißt und Coco. Hallo Celeste. Ach ja, Euphemia heißt sie ja im Deutschen. Na gut, am Desibo musst du den Himmel so viele Sternstummen heute. Das ist richtig. Ach ja, eine Anleitung habe ich für dich auch noch. Hier, bitteschön. So gespannt. Das müsste ja sogar Capricorn sein, oder? Also Steinbock. Und ich bin Steinbock vom Sternzeichen. Ja! Oh mein Gott, dann hat sich das ja doppelt und dreifach gelohnt. Danke, Euphemia. Und danke an Jesus, dass ich bei dir vorbeikommen durfte. Oh mein Gott, die Steinbock-Statue. Mega cool. Dafür braucht man Steinblock-Splitter, 2 Golderz, yo! Und 3 Sternsplitter allgemein. Die Sternsplitter habe ich. Steinbock-Splitter, weiß ich gar nicht, wie man die bekommt. Muss man dafür auch einfach immer wieder die Sternschnuppen angucken? Ich glaube schon, oder? Gut, das werde ich dann jetzt noch die restliche Zeit machen, weil hier kommen wirklich richtig, richtig viele dieser Sternschnuppen an. Ich gesell mich jetzt einfach zu diesem Mondfisch hier und gucke dann in den Himmel. So, na, was geht ab? Alles montastisch, boy. Irgendwie so. Na gut, dann war das heute mal eine andere Folge. Eigentlich wollte ich nur Leute suchen, aber das ging halt einfach viel zu schnell. Naja, mal gucken, wann ich Leonard oder Lutz loswerde und dann werden wir doch nochmal richtig nach einem neuen Charakter suchen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, danke, dass ich vorbeikommen durfte, Jesus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.